ich bin Andrea, auch bekannt als Miss Stickbox. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man das Spezialkreuzstichkit Einhorn stickt. Im Kit sind enthalten eine Anleitung, ein weißes Garn, ein Glitzergarn, ein Glitzerstoff in einem Holzrahmen, eine Sticknadel und ein Needleminder. Um zu beginnen, tun wir uns zuerst einmal einen Faden herrichten. Und zwar beginnen wir mit dem weißen Kreuzstich, hier in Violett. Dafür teilen wir das Garn in zwei Fäden, das weiße Garn. Und fädeln ein. So, ich beginne ein Kreuzstichwerk eigentlich immer in der Mitte. Das heißt, wir werden uns einmal die Mitte ausmessen. Und zwar hat der Rahmen innen 13 cm. Das heißt, die Mitte ist bei 6,5. Steche ich mir einfach mal die Nadel rein. Dann messe ich nochmal von oben. Okay. Bisschen justiert. Hier ist ungefähr die Mitte. Dann schaue ich einmal, dass der Stoff schön gespannt ist. Da kann man hier den Hub etwas aufdrehen. Das Ganze dann ein bisschen straff ziehen und dann wieder spannen. So, dann schaue ich mal auf meine Vorlage. Da sehe ich, hier ist die Mitte und es sind 1, 2, 3, 4 leere Kästchen und dann kommt der erste Kreuzstich. Hier ist die Mitte. 1, 2, 3, 4 leere Kästchen. Hier ist der erste Kreuzstich. Und dann geht es schräg drunter weiter. Zwei Stichen. Eins. Dann kommt diese lange Reihe dran. Dann kann man eigentlich schon das ganze Weiße, was hier eben violett ist, im Kreuzstich sticken. Ich habe das schon mal vorbereitet. Nehme ich mir noch meinen Needleminder mit.
Und jetzt kann man anfangen, das Horn zu sticken. Für das Horn wird dieses Stickgarn verwendet. Im Gegensatz zum anderen wird das nämlich nicht geteilt. Ich fädle das einfach ein. Und dann, wie gewohnt, im Kreuzstich. Können wir das Horn sticken. Mach das jetzt fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Horn ist jetzt fertig. Jetzt kommt als nächstes die Umrandung vom Auge dran. Diese Linie. Dafür habe ich wieder einen normalen weißen Faden genommen. Also wieder zweifädig. Und hinten fixieren. Und jetzt diese Linie sticken. Dafür braucht man keine Kreuze, das ist eigentlich nur so eine Konturlinie, damit man weiß, wo dann das Auge hingehört. Und jetzt kommt die Mähne dran. Und zwar sieht man hier die einzelnen Punkte. Dafür nimmt man wieder das Glitzergarn, schneidet so circa 10-12 cm ab. Dann macht man einen kleinen Knopf. Das eine Ende. Nimmt die Nadel, fädelt wieder ein. So, der erste Knopf ist hier.
gehe ich einfach von hinten der Nadel durch, ziehe durch und lasse das Ganze hängen. Ganze noch einmal. So, ungefähr so lang. Schneiden. Kleinen Knoten. Ein Fädeln am anderen Ende. Und den nächsten Knopf suchen. Der ist hier. So von hinten durch. Einfach ausfädeln. Das Ganze mache ich jetzt mit allen Punkten und wir sehen uns gleich wieder. So, soweit, so gut. Wenn alle Fäden durchgezogen sind, dann wollen wir noch, dass das Ganze eine schöne Mähne wird. Und zwar wollen wir, dass der Faden nicht mehr so zusammen ist, sondern die einzelnen Fäden. Hierfür nimmt man den Faden in die Hand, die eine Hand, und dreht das dann auf. Da kann man sich dann auch die Nadel ein bisschen zur Hilfe nehmen, dazwischen fahren und aufspalten. Das macht man für die ganze Mähne. Wie das Ganze dann aussieht, seht ihr gleich. So, die Mähne ist gemacht. Und jetzt wird der Needleminder zum Auge des Einhorns. Und tada! Dein Glitzer-Einhorn-Kit ist fertig. Im nächsten Video zeige ich noch, wie man die Rückseite des Hufs bearbeiten kann. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Sticken mit deinem Stickbox.com.